Es gibt unendlich viele Möglichkeiten beim Design des Covers und der Rückseite unseres Fotobuchs. Heute schauen wir uns eine Designidee an. Bei diesem Design wollten wir die Aufmerksamkeit auf das Foto unseres Covers lenken. Dies haben wir durch harmonische, diagonal angeordnete Farben und Texturen realisiert. Schauen wir nun, wie das in der Software geht. Als erstes wählen wir eine Farbe für den Hintergrund. Dann fügen wir eine Füllungsbox hinzu und wählen eine Textur. Jetzt drehen wir und vergrößern sie, sodass sie den oberen Teil bedeckt. Um sie vom Hintergrund hervorzuheben, nutzen wir einen weißen Rahmen. Nun fügen wir das Foto ein und bestimmen dessen Größe manuell, um ein Quadrat daraus zu machen. Wenn das Quadrat fertig ist, wenden wir einen runden Rahmen darauf an, richten das Foto noch etwas aus und zentrieren es, sodass es mittig zum Cover ausgerichtet ist. Abschließend fügen wir noch einen Text auf der Rückseite hinzu und schon ist unser Design fertig.